Lieben, ich begrüße euch recht herzlich zu einem neuen Buchtipp von mir. Heute möchte ich über das Buch 2 und 2 reden von Marc Gartside. Den Namen habe ich noch nie gehört, ihr wahrscheinlich auch nicht bis zu diesem Buch, denn es ist sein Debütroman und ich finde es klasse, dass er so ein Debüt hingelegt hat. Das bedeutet nämlich für mich, ich muss diesen Autor im Auge behalten. Ganz einfach deshalb, weil ich von Anfang an total in der Geschichte gefangen war. Ganz grob erzähle ich euch natürlich auch wie immer so die Handlung. Aber ich möchte nicht zu viel verraten, weil gerade bei diesem Buch, es ist wieder so ein Buch, da müsst ihr selber ganz viel entdecken durch das Lesen halt so. Ich kann euch nur sagen, was mich daran so begeistert hat. Also es geht um Graham, der ist alleinerziehender Vater, hat einen Sohn, der Sohn heißt Michael, der ist 15, 16 so in dem Alter und Graham kommt eines Tages nach Hause. Die Wohnung ist total verwüstet, weil Michael da eine Party gefeiert hat. Kennt ihr vielleicht auch aus eurer Jugend, wenn die Eltern mal nicht da waren, dass man mal so ein bisschen über die Stränge geschlagen hat und ja, Graham steht unten in der Wohnung und hört von oben komische Geräusche, die sich so ja, sehr rhythmisch irgendwie anhören und er denkt, oh Gott, Michael hat jetzt eine Freundin, da ist irgendwie etwas. Und natürlich ist es Michael total peinlich und er lügt dann auch erst, nee, da ist kein Mädchen oben in meinem Zimmer. Und natürlich ist der Vater ja nicht doof und kommt dahinter, dass er natürlich eine Freundin da oben in seinem Zimmer hat. Denn Graham selber war ja auch mal jung. Und das ist schon so ein bisschen das Besondere an diesem Buch, dass einmal die Geschichte aus der Gegenwart erzählt wird. Das fängt so 2009 an. Und dann blickt Graham aber immer zurück in seine Jugend, als er 16 Jahre alt war. Also die Kapitel sind immer abwechselnd. Einmal erfährt man was aus der Vergangenheit und dann geht es wieder in der Gegenwart weiter. Und ich liebe Bücher, in denen das so ist. Denn so erfährt man dann ja nach und nach, warum Menschen in der Gegenwart so handeln. Warum sind die so, ne? Wie ja, wie sie halt sind. Und man versteht es dann, wenn Graham in seine Vergangenheit zurückblickt. Und Graham erzählt dann, ja, als er halt 16 Jahre alt war, wie er seine erste Freundin oder seine erste große Liebe kennengelernt hat. Das war Charlotte. Charlotte ist auch die Mutter von Michael. Warum Graham jetzt alleinerziehend ist, möchte ich euch an dieser Stelle überhaupt gar nicht erzählen. Das ist so eine Sache, die ihr selber entdecken müsst. Auf jeden Fall lebt er halt heute mit Michael alleine zusammen und Michael denkt die ganze Zeit, eigentlich braucht er aber eine neue Frau. Und dann setzt er in so einer Singlebörse im Internet eine Anzeige auf und da melden sich auch ganz viele Frauen und Graham ist erstmal total erschüttert und will das überhaupt nicht und lässt sich vielleicht irgendwann dann so darauf ein. Und so nimmt die ganze Geschichte halt ihren Lauf und mehr möchte ich zur Handlung auch überhaupt nicht erzählen, denn wie gesagt, ihr müsst das echt selber entdecken. Was mich aber ganz besonders fasziniert hat, war, dass es in dem Buch vier, also für mich jetzt, vier ganze Absätze gab, die ich mir in mein aktuelles Buch der schönen Sätze eingetragen habe, oder fünf sogar. Ich werde euch aber nur zwei Sachen mal vorlesen. Und zwar ist es bei mir immer so, ich lese halt ein Buch und dann, das lese ich ganz flüssig runter, vor allem wenn der Schreibstil so locker und flüssig ist wie in diesem Buch, das kann man echt so inhalieren. Und plötzlich stolpere ich über Sätze, die ich total klasse finde und dann bleiben meine Augen so richtig dran kleben. Dann muss ich den Satz nochmal lesen und nochmal und nochmal. Und dann bewirkt es oft in mir so, ja, dass ich darüber nachdenke, was ich da gelesen habe und das mit meinem eigenen Leben projiziere. Und da habe ich mal einen Absatz hier rausgesucht, den ich euch gerne vorlesen möchte und auch die Gedanken, die ich dann im Nachhinein dazu hatte. So, und zwar ist das aus Grahams Sicht geschrieben. Letztlich bestehen Beziehungen aus geteilten Erfahrungen. Bevor man sich kennenlernt, geht man seinen eigenen Weg. Aber je mehr Zeit man miteinander verbringt, desto mehr verschlingen sich die Wege ineinander. Je mehr man teilt, desto mehr ist man miteinander verbunden. Wenn man 16 ist, geschieht das sehr schnell, da es nicht viel gibt, das einem in die Quere kommt. Für zwei Erwachsene ist es schon schwieriger. Das Hinterland ist dichter, daher ist es für einen anderen Menschen schwieriger, sich heranzuschleichen. Einander unter die Haut zu gehen, ist schwieriger, wenn die Haut bereits mit Narben übersät ist. Das war so ein Absatz, da habe ich total lange drüber nachgedacht und habe gedacht, ja, und das, es geht konform mit den Gedanken, die ich auch ganz oft habe, dass ich denke, manchmal wünsche ich mir, dass gerade was so Partnerschaft, Liebe, Beziehung und so angeht, dass ich heute mit 43 noch etwas von dieser Naivität zurück hätte, die auch ich mit 16 hatte. Naivität oder vor allem Unerfahrenheit mit 16, da ist man noch so blauäugig auch teilweise, wenn der Junge dann nach zwei Tagen sagt, ich liebe dich, dann glaubt man das einfach. Würde mir heute ein Mann nach zwei Tagen sagen, ich liebe dich, hätte ich, wäre ich schneller weg, als man gucken könnte, weil ich denke würde, das ist ein Psychopath. Aber manchmal wünsche ich mir halt,
ja, dass man eben doch noch so ein bisschen, ein ganz kleines bisschen von dieser Blauäugigkeit von damals so hätte, weil man sich dann wahrscheinlich viel unvoreingenommener auf Beziehungen einlassen würde. Und natürlich ist es so, wenn man 16 ist, hat man nicht diese Maschinerie Leben hinter sich, die ein 40-Jähriger jetzt hat. Also wenn ich so zurückdenke, wenn ich jetzt halt einen Mann kennenlerne und der mich kennenlernt, dann hat der so einen ganzen Berg Erfahrung, Leben hinter sich, mit ganz vielen Problemen vielleicht, mit ganz vielen verwobenen Menschen. Und ich genauso. Und die beiden Leben zusammenzupacken, das ist schwierig. Und wenn man jung ist, ist es halt einfacher. Und ja, ich fand das irgendwie total klasse, dass ich da auch sehr lange drüber nachgedacht habe. Und ein anderer Satz war, den fand ich auch so wahr und er hat so recht damit, nur mir ist das vorher nie aufgefallen oder ich habe mir da auch nie Gedanken drüber gemacht. Und zwar, die beste Brücke zwischen Verzweiflung und Hoffnung ist eine gut durchschlafene Nacht. Und wer kennt das nicht von euch? Dass man echt abends ins Bett geht und hat irgendwas Schlimmes erlebt an dem Tag und man denkt, vielleicht möchte man am liebsten nie wieder aufwachen am nächsten Morgen, weil alles so schrecklich ist. Und wenn man dann aber eine Nacht drüber geschlafen hat und man wacht morgens auf, dann als wenn sich im Traum oder in der Nacht im Schlaf halt die Gedanken geordnet hätten, ist es so, dass es manchmal am Morgen ein bisschen besser ist. Es gibt Phasen, da ist es wochenlang schlecht vielleicht. Aber ich glaube schon, dass so, ja, wenn man einmal richtig gut geschlafen hat, dass dann die Welt gleich ein bisschen besser aussieht. Und dass man vielleicht auch merkt, nicht alles, von dem man vielleicht denkt, so, oh, das schaffe ich nicht oder so, also nicht alles bringt einen um. Ich glaube, der Mensch ist sehr widerstandsfähig und der Mensch kann sehr viel aushalten und erleben und verarbeiten. Und darum geht es eben auch in dem Buch. So ein bisschen ist die Botschaft für mich da auch gewesen, dass man halt nie aufgeben soll, egal was passiert. Und egal wie trostlos ein Leben auch aussehen mag, es gibt immer irgendeinen Weg daraus. Und deswegen ist dieses Buch für mich auch sehr, sehr hoffnungsvoll am Ende gewesen. Ja, es gab auch ein, zwei Stellen, an denen ich geweint habe, weil sie mich doch sehr mitgenommen haben. Und mehr möchte und kann ich auch eigentlich über dieses Buch gar nicht sagen. Lest es am besten selber und taucht darin ein, taucht in diese Geschichte ein. Es ist nicht zwingend notwendig, dass ihr Kinder habt. Ich habe selber auch keine Kinder. Aber in meinem Freundeskreis gibt es Kinder, die ungefähr in dem Alter sind, so 15, 16 Jahre alt. Und die habe ich auch ganz oft so vor meinem inneren Auge gesehen. Da fängt es teilweise ja auch an, so die erste Freundin und die erste Beziehung, die geführt wird und so. Und ja, das beobachte ich ja mit, das erlebe ich auch so ein bisschen mit und gleichzeitig denke ich da eben auch an meine Jugend. Und ich finde dieses Buch einfach wunderschön und Marc Gartzeit ist ein Autor, ja, den ich tatsächlich im Auge behalten werde. Ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen, vielleicht habt ihr es auch schon gelesen, dann könnt ihr mir eure Meinung gerne dazu kundtun. Und ich sage einfach bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss!